Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Wir haben hier GB Kollega, der immer noch auf der Suche nach einem neuen Deck ist. Und er hat sich mal eure Vorschläge angeschaut. Und heute sagt er uns mal, was er davon hält. Genau. Wie ihr wisst, kurze Zusammenfassung nochmal. Gravekeeper, keine Chance gegen Pendel. Und jetzt schaue ich mal eure Vorschläge an, weil ich suche wirklich ein Deck und mehrere Leute, mehrere Ideen. Und da hat der Erste schon mal geschrieben, DDD. Das Deck kenne ich leider noch nicht. Weiß auch nicht, was das ist. Ist es schon draußen, ja. Ich weiß nicht, kannst du was dagegen sagen? Ja, es ist schon draußen. Es ist draußen. Es hat ein paar Pendelkarten drin, aber auch normale Monster. Das Ding ist halt, die Specials sind alle gegenseitig. Die Spieler mit vielen offenen Zauber-Fallkarten, mit permanenten Zauber-Fallkarten. Die suchen halt und die machen halt schon viel Plus. Also das Minus ist, jedes Standby-Phase, wo jede kriegst du 1000 Schaden. Ja, oder mehr sogar. Ja, und aber ein Fusionsmonster von dem Seite, deswegen gehst du auf Fusion und so, sagt halt, du kriegst... Ja, okay, das ist ein Raushau-Deck, aber es wird nicht mehr raushauen, wie kostet man... Doch, hör zu. Und das sagt halt, jedes Standby-Phase, anstatt dass du das Schaden bekommst, 1000, kriegst du dazu, okay? Ja. Und das Bossmonster hat sein Fusions- oder nichts, der weiß nicht mehr genau, hat 3000 irgendwas. Kann ich die Karte auch zerstört werden? Also ja, auch zu Destroyer dazu. Und eine richtig krasse Karte ist ein Xyz-Monster, ich weiß nicht, der kommt dann 6, Rang 6, Rang 5. Okay, das sagt, häng eins ab. Und alle Monster, die diese Runde zerstört würden, alle DD-Monster, die diese Runde zerstört würden, kommen am Ende der Battle Phase wieder. Das heißt, Destroyer, machst du Bauer, ich geh ab, sagst du, wie ist den Effekt vor, kommt alles wieder. Okay, es hört sich nach einem Spezialdeck an, also was viel raus hat, aber ich glaube nicht, dass es mehr wie Cosmo zu raus hat. Ich kenne Barisch und ich kenne das Deck auch einigermaßen, aber ich gesehen, das ist nichts für dich, ganz ehrlich, und das Deck ist, ich finde es echt nicht gut. Ich muss mir nochmal alles durchlesen, auf jeden Fall. Also schlecht ist es nicht. Also Yang Xing, das ist so ein Deck, ich hasse Yang Xing. Dagegen habe ich auch auf der DM verloren. Das Deck muss mir auch Spaß machen, aber Yang Xing taugt mir nicht so. Shiranui, das ist das neue Deck, das ist dieser Zombie-Krieger, oder? Sind Zombies aber schon aus wie Krieger. Da kam heute ein Video von uns, könnt ihr noch nachschauen. Und, ja, das muss ich mir noch anschauen. Volcanics, genau, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Volcanics Problem ist, die ziehen viel und so, aber was machen die gegen Destroyer, gegen Pendel? Das hat kein Pfiff, das hat so, da fehlt diese Explosion. Josenju. Wieso waren die überhaupt da? Wieso waren Josenju auf einmal da und jetzt auf einmal gar nicht? Ja, weil... Lose one turn. Lose one turn. Aber ich finde Josenju auch nicht so gut, weil einfach zu OTK gefährdet. Weil alle Monster kommen wieder auf die Hand zurück. Freies Feld, meistens kriegt man den Backrow weg. Ja, aber wenn, dann spielt man heutzutage ja eh mit Psy-Train. Ach so, damit er die Bettphase stoppt. Und dann kommt der Spezial. Alles. Damit du alle Effekte negieren kannst. Ja, und am Ende kriegst du ja die alle oder irgendwas. Am Ende kriegst du ja die auf die Hand. Das heißt, du hast auch keine Monster und kannst 2 Frame aktivieren von Hand. Okay. Das ist die Idee. Hier schreibt noch einer Satella stark, das weiß ich, aber die Lizenz hat Chong und die gibt er mir nicht. Er will Satella für sich behalten. Hero ist ganz nett. Ja, ist wirklich nett. Das war ja mein Deck Vorteil, vor Gravekeeper. Das brauche ich gerade nochmal, ich schaue es mir an. Vielleicht spiele ich die Speed-Variante mit Noten. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. Ja. Woher wolltest du nicht auf mich hören? Und Yang Xing nervt alles mega, schreibt einer. Ja, das weiß ich, deswegen will ich nicht. Oder Yang Xing Zephra Turbo. Yang Xing Zephra Turbo. Dagegen habe ich gespielt. Das ist extrem unkonstant. Aber es kann krass raushauen. Das Problem ist, ich brauche ein Anti-Deck. Wenn ihr so Decks vorschlägt, die was raushauen, sind die Pendel-Decks und Cosmo-Decks immer besser. Deutsche Gem Knights. Und David, der hat getroffen. Das Deck ist echt gut und kann eigentlich auch was. Das Deck ist echt schlecht. Das ist ein Combo-Deck. Das ist Combo-Deck, wenn ihr am Ende die Combo rausbringen könnt, ist schon gut. Aber wenn nicht, ist tot. Hier sagt einer Kaiju Gradle. Tati, wie ist das so? Es ist nicht schlecht, ohne Scheiß, echt nicht schlecht. Und jetzt mit dem neuen Kaiju Support. Aber konnte der Destroyer übernehmen? Oder? Ja, nein. Nein, du tributest mit den Kaiju Monstern einfach den Destroyer. Ja. Und dann kannst du, da gibt es auch Monster, sagt, wenn der Gegner einen Kaiju Monster kontrolliert, kannst du ihn special zum Beispiel. Das sagt jeder. Ja. Genau. Und das ist halt das Prinzip des Decks im Grunde. Und ich spiele es mit Gradle, damit sie eh noch dann die ganzen Monster übernehmen und alles.
Sprich, es ist ja was. Wie hat er jetzt dein Destroyer übernommen? Also schon, die Kaiju sagen, die Tribute ist ein Monster von einem Gegner. Nicht übernommen, nur er tributet meine, er tributet meine Monster. Und Special ziehen auf die gegnerische Seite. Okay? Genau. Ja. So kriegst dann du das Destroyer und so weg, ohne dass sie Effekte triggern. Genau. Und die Graded sagen, wenn sie zerstört werden, können sie einen Monster übernehmen. Ja. Aber im Cosmo können sie nur die Kleinen übernehmen. Im Großen können die Gedanken und Flipper. Und Flipper. Aber wieso hast du dagegen verloren? Gegen Graded. Weil ich schlecht gespielt habe. Ja, okay. Clifford auf Stunbone oder Blackwing? Clifford auf Stun. Was meint er mit Clifford auf Stun? Nochmal. Clifford auf Stun. Stun heißt doch betäuben. Ja. Was meint er? Hast du gut im Englischunterricht aufgepasst? Ja. Ich hab keine Ahnung. Ist Clifford auf Stun. Stun halt. Anti. Ach so. Anti. Ja. Was soll denn Clifford noch machen? Okay. Ist auch ein Pendeldeck und das Anton ist viel andere Deck. Pendeldeck ist noch billiger, noch besser. Also Anton. Ja, aber andere Pendeldecks sind nicht auf Anti. Mit Fallen und Lose One Turn und so. Doch, Ignite. Ignite mit der Permanent. Okay, jetzt hat drei Lose One Turn, was noch? Ich finde Clifford nicht so gut, weil einfach Scout auf 1 ist und Ding ist weg. Also ich finde es nicht gut. Wenn noch Killer da gewesen wäre, wäre es wieder was anderes. Okay. Aber ich finde Clifford an sich nicht so, nicht ist vielleicht ein Zweideck, aber kein Tier-Eindeck. Also Blackwing habe ich mir auch näher angeschaut. Habe ich auch zu Hause auf Dueling Network gebaut. Wobei ich da aber auch noch was sagen muss zu Blackwing. Wir haben unseren Blackwing-Spieler, der sagt selber, er sagt selber jetzt, er spielt schon seit Ewigkeiten Blackwing. Er sagt selber, er baut sich jetzt ein anderes Deck, weil es hat keine Chance mehr. Es hat keine Chance. Es hat einfach keine Chance. Und deswegen... Auch mit Anti-Elementen nicht. Ja, hat keine Chance. Hat er getestet. Okay. Glaub mir, er hat alles schon gespielt, getestet und das heißt, er meint selber, es gibt nicht. Okay. Da schreibt einer, lass ein Exodia oder Chainbird spielen. Exodia auf jeden Fall, T0-Deck. Da hat ein anderer kommentiert, beides nicht gut und langweilig. Exodia ist halt... Honksteck. Du gewinnst vielleicht ein Spiel. Stimmt, der Gegner boardet zu tun. Chainburn. Alter, bitte auch. Wieso nicht Chainburn? Das ist voll das Ekeldeck, Mann. Mit dieser Falle? Wie heißt sie? Ja, mit der neuen Falle. Zieh so viele. Ach so. Nein, das ist Chainburn. Schaden, Schaden, Schaden. Ach so, meinst du? Es gibt doch diese Solem. Hester. Du hast Schaden, Schaden, dann ziehst du wieder. Ich werde Chainburn mir genauer anschauen. Versprochen. Diese Falle, du weißt schon, was ich meine, gell? Der Gegner mehr Handkarten und Feld hat irgendwie wie du, ja, ziehe so viele Nachrichten, eine pro Zug, genau. Aber die ist nicht neu. Meine Vorschläge wären Yangtze, wieso gehen alle auf Yangtze? Das Deck ist nicht schlecht. Weil das scheiß beliebt ist. Ja. Okay, Otter ist Magier, Kaiju, Magic Spectre. Da steht auch noch Kaiju, falls nächstes sofort gut ist. Lightzone mit Clowns. Das wäre einfach. Ja, aber ohne Minerva. Und sogar mit Minerva. Heroes. Wie wär's mit Mermaid? Ja, aber das Problem ist, das Deck ist wieder teuer geworden, es hat schon fast wieder ihre alten Kartenpreise. Deswegen ist es jetzt schon teuer. Ich will ein Deck spielen, was nicht jeder hat. Ich glaube, Mermaid wird wieder im Meta gespielt, deswegen Überfall Raptor. Was kommt denn die? Ist auch ein interessantes Deck. Ich habe die ab und zu gesehen, aber warum nicht besonders? Ja, die spielen auch mit ihren, die haben auch so Fallen und alles und Zauberkarten. Sind Decks ist es nicht, aber kann ich nicht, kann auch nicht mithalten. Ja. Beschreibt einer wieder Heroes. Heroes werde ich auf jeden Fall testen, wurde auch oft vorgeschlagen. Ich denke, Inferno, Zattler und Burning Abyss sind momentan im Preis-Leistungswert nicht echt stabil. Ja. Inferno, Zattler. Inferno, Zattler hast du eh gesagt. Wieso wird Inferno nicht mehr gespielt? Ja, weil das nicht mehr mit hat. In Cosmo hat schon keine Schlüssel, ich battle auch nicht. In Cosmo nicht? Nein. Es gibt doch den einen, der banished, ohne zu ziehen. Egal. Nee, ja, aber auf dem Grave. Nein, auf dem Grave. So schlecht ist Inferno nicht. So schlecht ist es nicht. Fluffles, OTK 4 Days. Ja, ich habe dagegen sogar vorgestern verloren. Der hat 4 Materialien genommen und auf 4 Karten geschossen mit seiner Fusion. Kuscheltier. Fluffles ist Kuscheltier, oder? Ja. Okay. Spiel BA, schreibt einer. Ja, spiel doch BA. BA kannst du echt spielen. Das ist billig. Gibst du mir die Lizenzen? Ich gebe dir die Lizenz. Oh. Dann bin ich der BA-Spieler, das heißt Lizenz. Du bist der BA-Spieler, aber du bist aber nicht der beste BA-Spieler. Noch okay, nicht, das muss noch nicht. Das muss ich dann beweisen. Genau.
Ich kann das sogar mein BA leihen, ich habe alles. Ja, ja, das ist ja die Lizenz. Leihen. Ja, ja. Burning Abyss. Das werden wir sehen mit dem neuen Sport, mit diesem Rhino. Wo steht der? Du nennst Tati. Du schreibst deine Tati hin. Da schreibt deine beste so, BA. Blackwing über Herald Stern Seraph. Herald Star Seraph. Geht das so? Mit Herald? Ich glaube schon. Star Seraph ist auch so. Es geht End up, aber ist so unkonstant. Ja. Ja. Inferno to the Teller. Auf keinen Fall Fluffy schreibt einer. Trap Tricks, Shadol. Ah, es gibt Shadol mit dieser neuen Fusion. Habt ihr gesehen? Nein. Er buckt seine eigenen Monster zu und der Endface buckt er sie wieder auf. Und dann? Das ist so ein, was war das? Ritual. Im Shadow wird die gespielt. Ah, ich glaube, ich kenne die schon. Aber kann das mithalten, meinst du? Das ist die Frage. Mein Shadow, deine macht Werbung für seinen Kanal. Psyframe, Lightsworn, Deckbot, oder Deskbot. Ja man, Deskbot, Endgeil. Da kannst du mithalten. Ich glaube, weißt du warum, weißt du warum es mithalten könnte, rein theoretisch? Ja. Nur wegen Valorant Eyes. Weil du spielst selber auch Scales, es kommt ja auch ein 7. und 8. noch raus, sind auch Pendelmonster. Nur durch Valorant Eyes kannst du eventuell mithalten. Das ist die einzige Karte, die dieses Deck ins Spiel hält. Alles andere. Ist halt auch ein OTK-Deck, aber auch unkonstant. Da schreibt einer was Längeres, schau dir die Meta an und such dir eins aus, was dir gefällt und du dir leisten kannst. Kannst du ein paar Decks auf Death Row testen, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Jetzt muss ich mir sowieso, ich schau mir ja viele Sachen an. Ein Deck ist erst gut, wenn du in Dueling Network in Top 200 kommst. Dann siehst du erst, ob es mithalten kann. Und die Frage natürlich ist auch, was kann ich der Badisch überhaupt leisten? Das ist ja die nächste Frage. Genau. Da schreibt ja ein bisschen mehr. Team Ragnarok, Dennis ist mein bester Freund. Monarch für Barisch, 3x10 Euro und du kannst Beta spielen. Barisch leide nicht. Ich glaube, du warst ja der gelitten hat. Aber siehst du auch Monarch, er sagt auch Monarchen. Ja? Ja. Schreibst du Deck, Dennis hat schon Ahnung und wenn er was sagt. Das haben wir aber auch gesagt zu Barisch ist, vorhin, dass wir Monarchen spielen sollen. Das hat er nicht gehört. Ja. Das hat er nicht gesagt, aber sieht auch als Anschauer, hat er gemeint. Ah, es hat gegen Notes große Schwierigkeiten, schreibt einer. Aber was hat gegen Notus keine Schwierigkeiten? Ja, aber wenn du machen, wenn du mal irgendeine Warning oder so kam, was tut. Aber diesmal ist es nicht so. Also ich bin der Meinung, dass es nicht so extrem ist wie vorher. Okay. Alter, wie viele Vorschläge haben denn noch? Warisch, die wollen dir helfen. Warisch, die wollen dir helfen, die lieben dich, Alter. Spielt Spellbook, macht Fun, kann wegen Fate und Teichen. Nein, ganz schlecht. Ich hab ein Spellbook-Deck zu Hause an. Endschlecht. Also Dueling Network. Endschlecht. Ja, da schreibt einer Spieler einfach Anti-Spell Fragment. Main dreimal, aber die muss er erstmal ziehen. Ja, und mittlerweile auch nicht mehr so krass. Anti-Cure Deck, ganz billig. Was ist Anti-Cure? C-U-R-E. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich kenn's nicht, werd's mir auf jeden Fall anschauen. Okay, das war der letzte Vorschlag. Also danke, dass ihr so viele Vorschläge hattet. Ich werde mir auf jeden Fall alles nochmal in Ruhe durchlesen. Bis jetzt glaube ich, Monarchen schaut gut aus. Heroes wurde auch vorgeschlagen, weil es beliebt ist. Yang Xing wurde auch vorgeschlagen, aber da bin ich eher abgeneigt. Burning Abyss. Burning Abyss ist so ein Mittelding. Ich werde mir alles nochmal anschauen und danach schauen wir die nächsten Teile mal an. Ja, das war's. Danke für eure Vorschläge. Kommentiert noch weiter, wenn ihr noch weitere Vorschläge habt und dann schauen wir weiter. Ja, servus Leute, ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wie immer, liken, kommentieren, abonnieren und checkt unsere Sponsoren ab. Unten sind die Links schön alle verteilt. Und checkt unsere Facebook-Seite ab und leidet es nicht.